Hallo, hier ist der Jürgen vom YouTube-Kanal Der Goldwäscher. Heute stelle ich euch das neue auf 100 Stück limitierte Gruppenmesser der Facebook-Gruppe Victorinox Freunde vor. Beginnen möchte ich das Video mit etwas Historie zur Victorinox Freunde Gruppe. Für diejenigen von euch, die auf dem schnellsten Weg zur Messervorstellung gelangen möchten, in der Videobeschreibung findet ihr direkt Links zu den jeweiligen Rubriken der Messervorstellung. Die Facebook-Gruppe Victorinox Freunde wurde im April des Jahres 2014 vom Jan und mir gegründet, mit der Zielsetzung, eine deutschsprachige Community für Sammler als auch Nutzer zu schaffen. Neben den Schwerpunkten der Hilfestellung und des Informationsaustausches steht der Spaß und sich erfreuen an den nützlichen Tools der Schweizer Taschenmesser im Vordergrund der Gruppe. Die Gruppe entwickelte sich schnell zur größten deutschsprachigen Plattform für Schweizer Taschenmesser der Marken Victorinox und Wenger. Damit verbunden kam der Ruf der Mitglieder nach einem eigenen Gruppenmesser. Nach einigen Startschwierigkeiten konnten wir dann das erste Gruppenmesser dank der Firma Lorenzi im Jahre 2016 umsetzen, die dieses Victorinox Pioneer X in einer limitierten Auflage von 100 Stück bei Victorinox in Auftrag gab und den Verkauf übernahm. Inzwischen hat die Gruppe über 3500 Mitglieder und der Ruf nach einem neuen Gruppenmesser wurde wieder laut. Umso mehr freue ich mich, euch heute das zweite Victorinox-Freunde-Gruppenmesser vorstellen zu dürfen. Um es vorneweg zu nehmen, es bei der Auswahl des Modells es allen Mitgliedern recht zu machen, das ist ein Ding, das keiner von uns so mag. Während beim ersten Gruppenmesser, das ihr ja hier gerade rechts seht, die Tradition der 93mm Alok-Serie zusammen mit der Alltagstauglichkeit des damals neu eingeführten Pioneer X mit der Schere kombiniert war, haben wir uns beim zweiten Gruppenmesser wieder für eine Modellserie mit Tradition entschieden, und zwar die 91mm Offiziersmesserserie. Entschieden haben wir uns für ein Erfolgsmodell der 91mm Offiziersmesserserie mit Schere, das bei Sammlern, aber auch bei Nutzern sehr beliebt ist. Und zwar für das Victorinox Kleinbau mit einer Metalllogo-Einlage mit unserem neu entworfenen Gruppenlogo auf der Rückseite und ohne Inox-Ring, was das Messer zu einem richtig edlen Alltagstaschenmesser macht. Bei unserem Gruppenlogo haben wir die äußere Schildform des alten Victorinox-Logos aufgenommen und darin die Buchstaben V und F integriert. Der Buchstabe V steht für Victorinox und F für Freunde. Diese Buchstaben waren schon bei unserem ersten Gruppenmesser durch die etwas größere Schreibweise dezent hervorgehoben. Die Metalllogo-Einlage unterscheidet sich jedoch durch zwei ganz filigrane Stege in den Balken des Buchstaben F von unserem eigentlichen Logo, da bei einer Metalllogo-Einlage alle Elemente eines Schriftzuges bzw. eines Logos aus fabrikationstechnischen Gründen mit diesen filigranen Verbindungsstegen verbunden sein müssen. Einen ganz besonderen Dank möchte ich allen am Projekt beteiligten Personen hier aussprechen. Besonders den Personen im Hause Victorinox, die unser Logo so toll in Form einer Metalllogo-Einlage umgesetzt und in die edlen schwarzen Celidor-Griffschalen eingesetzt haben. In der nachfolgenden Bildershow werden euch ein paar Impressionen von der Entwicklung des Messers hin bis zur Produktion präsentiert. Für das von Victorinox zur Verfügung gestellte Bildmaterial möchte ich mich hier nochmals recht herzlich bedanken.
Kommen wir nun endlich zur eigentlichen Messervorstellung des Victorinox Climber. Ein aktueller Standard Victorinox Climber besitzt 14 Funktionen. Früher gab es jedoch auch Varianten ohne Inox-Ring, für welche wir uns wegen der edleren Optik entschieden haben und somit eine Funktion weniger haben wie das aktuelle Standard Climber. Ich zähle euch nun kurz die Funktionen eures Victorinox-Freunde-Climbers auf. Das ist mit der Nummer 1 die große Klinge, mit der Nummer 2 die kleine Klinge, mit der Nummer 3 der Dosenöffner, der vorne dran die Nummer 4 hat, das ist der 3 mm breite Schraubendreher, mit der Nummer 5 der Kapselheber, der vorne dran die Nummer 6 hat, der 6 mm breite Schraubendreher, und ebenfalls im Kapselheber ist die Nummer 7 der Drahtabisolierer. Weiter geht es mit der Nummer 8 der Stech-, Bohr- und Nähale, mit der Nummer 9 der Korkenzieher, mit der Nummer 10 die Schere und mit der 11 der Mehrzweckhaken und mit der Nummer 12 die Pinzette, die sich in der Vorderseite der Schalen befindet. Auf der Rückseite in den Schalen befindet sich die Nummer 13 und es ist der Zahnstocher. Das Victorinox Climber hat eine Länge von 91 mm, eine Breite an der dicksten Stelle von 26,8 mm, eine Höhe von 17,4 mm und kommt auf ein Gewicht von 82,8 Gramm in der Victorinox Freunde Edition. Die Victorinox Metalllogo-Einlage auf der Vorderseite bzw. die Victorinox Freunde Metalllogo-Einlage auf der Rückseite ist in die edlen schwarzen Kunststoffkristallen aus Celidor eingesetzt, welche auf die Rosetten der Messingnieten gepresst sind. Die Platinen der Offiziersmessermodelle sind aus Alu. Wie schon erwähnt, ist der Messerkörper eines Victorinox Taschenmessers mit Nieten aus Messing vernietet. Die Schere der Victorinox Offiziersmesser ist ebenfalls vernietet. Jedoch werden hier Nieten aus Neusilber verwendet. Ich möchte euch nun etwas zum verwendeten Klingenstahl von Victorinox erzählen. Es ist ein rostfreier Chrom-Molybdän-Stahl und zwar ist es der X55CRMO14 oder besser bekannt unter der Materialnummer 1.4110, der aus Deutschland und Frankreich kommt. Er besitzt eine mittlere Schnitthaltigkeit und lässt sich auch deswegen sehr gut nachschärfen und wird mit einer ganz guten Auslieferungsschärfe ausgeliefert. Die Klingen werden auf eine Rockwell-Härte von 56 HRC gehärtet. Abschließend möchte ich euch noch ergänzen, die Rockwell-Härteangaben der anderen Werkzeuge eures Victorinox-Freunde-Climbers nennen. Die Schere wird auf eine Rockwell-Härte von 53 HRC gehärtet. Die Schraubendreher sowie der Dosen- als auch der Flaschenöffner und auch die Aale werden auf eine Rockwell-Härte von 52 HRC gehärtet. Der Korkenzieher wird auf eine Rockwell-Härte von 49 HRC gehärtet. Auf meinen obligatorischen Schnitttest, den ihr ja aus meinen anderen Videos kennt, verzichte ich heute, damit das Video nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem wunderschön auf 100 Stück limitierten Victorinox Climber in der Victorinox Freunde Edition.